Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Moin zusammen. Einige haben es mitbekommen, mir geht es nicht besonders gut. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Ich mache mir jetzt selber am Tag 2 Infusionen. Keine Ahnung, was ich mir da eingefangen habe. Wahrscheinlich nochmal Norovirus oder sowas in der Richtung. Der Geier weiß das. Ja, deswegen wird das heute ein Sparvideo. Ich gucke mir gerade den allgemeinen Zustand von dem Mercedes an und bin gerade etwas erschrocken. Man sieht die blinde Rückleuchte, ne? Das Seitenteil habe ich euch gerade schon gezeigt. Mal gucken, ob wir die Kratzer hier unten noch rauskriegen. Da sieht man die Dinger. Schauen wir mal. Ist gar nicht, sagen wir mal, im Auftrag. Aber ich will mal gucken, dass er zumindest stückweise wieder einigermaßen vernünftig aussieht. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So. Glasreiniger hat sich bewährt, weil der Alkohol diese ganzen Zusatzstoffe runterholt, die man zum Beispiel in Waschanlagen abkriegt. Beim Lack aufarbeiten immer segmentweise arbeiten. Ne? Nicht das ganze Auto einmal einschmieren und das funktioniert in der Regel nicht. Das funktioniert schon. Nur halt nicht wirklich gut. Ich muss unbedingt mal recherchieren, was dieses Auto hier neu gekostet hat. Ich denke mal, mit 60.000 Euro wird man nicht auskommen. 270er. Vollleder. Navi. Facelift, ne? Also Mopf. Modellpflege. Wasser als nächstes. So ist eine gute Basis, also bei der Politur, die ich benutze, eine gute Basis, um die erste Politur zu machen. Ja, ich bin mal etwas kurzatmig. Erstmal wenig Drehzahl. Ja, so ein schärferes Mittel. Verlinke ich euch.
Also das erste, was ich verlinke, ist das hier. Wir verteilen das erst und schmeißen dann erst die Maschine an. Aus nach der ersten Grundreinigung. Wo haben wir eventuelle Schäden? Das Zeug kann nur nicht alles entfernen. Ja, wie gesagt, es war mal ein sehr teures Auto. Da kann man durchaus an meinem Werterhalt arbeiten. Ne? Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Zwei Sachen sehe ich. Haben wir verklebt. Baumharz. Sind doch ein paar mehr als zwei. Ja, der hat die Mercedes-typischen Roststellen hat er absolut nicht. Ganz im Gegenteil, der hat gar keinen Rost. Ja, also ein sehr erhaltenswerter Mercedes.
Wobei dieser Knallkopf auf Facebook schon bessere geschlachtet hat. Ohne zu wissen, was er da überhaupt schlachtet. Ja. Mit Glasreiniger arbeitet. Nicht vergessen, das danach mit Wasser abzuspülen. Wasser lassen wir drauf. Jetzt haben wir hier Kratzer. Sieht man nicht? Dann gucken wir hier. Mehrere ganz feine Kratzer, als ob hier irgendwas drüber geflogen ist. Ja, hier in der Mitte ist einer. Da sind mehrere. Hier unten sind auch welche. Ja, hier, da. Die kriegt man schlecht eingefangen, aber ich tippe mal auf so ein übliches Gebüsch, ne? So. Jetzt haben wir hier die 3000er Pads. Schnappen wir uns ein bisschen Wasser. Kurz gezeigt, hier ist alles matt, ne? Da wollen wir wieder hin. Hier habe ich alles abgeschliffen. Hier sieht man, wie matt das alles ist. Thank you.
Wenn ihr sowas macht, ne, die ältesten Klamotten anziehen, sonst habt ihr echt ein Problem. Das gibt Ärger. Vor allen Dingen gibt es Ärger mit der Waschmaschine. Nein, das war nicht frauenfeindlich. Ich meine wirklich mit der Waschmaschine. Bei Politur aus den Klamotten wieder rauszukriegen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich hin wollte. So. Mittlerweile ist es dunkel, wie gesagt, ich muss immer so ein bisschen Pause machen zwischendurch. So, wenn man so eine Schleifpolitur benutzt, wie ich jetzt gerade, haut man sich natürlich ziemlich viele Hologramme rein. Dagegen ist das nächste Zeug. Auch die Politur. Reinigen wir. Erstmal runter. Ja, wenn man mit Mikrofasertüchern an einem Auto arbeiten will, dürfen die auf gar keinen Fall mit Weichspüler gewaschen werden. Das, was ich euch verlinke, ist in der größeren Flasche. Ich fülle das immer um, weil ich gerne vergesse, die Flaschen zuzumachen. Daher das ist eine kleine Flasche. Die Produkte, die ich hier benutze, benutzen, ach, die greifen keinen Kunststoff an.
sind also recht harmlos. Die Lampe kriegt auch was ab. Darf ja auch ganz gerne mal schmutzabweisend sein, ne? Wenn diese Leisten anfangen zu rosten, wird es lustig. Gibt es nicht mehr. Ja, ist ein Armutszeugnis. Also, meine letzte Information. So, einwirken lassen und dann auspolieren. Wie man sieht, das Gummi wird davon nicht angegriffen. Wird auch nicht weiß oder sowas in der Richtung, ne? Das glaube ich auch schon mal gezeigt, man kann das auch in der prallen Sonne verwenden. Das Problem haben nur Produkte, die voll mit Silikon sind. Diese hier sind alle silikonfrei. Was anderes sollte man euch benutzen. So, fürs Erste gefällt mir das sehr gut. Man sieht ja, wie es vorher aussah, ne? Bisschen traurig. Ja. Der Wagen bräuchte mal eine richtige professionelle Aufbereitung. Ne? Das, was ich hier mache, ist jetzt nicht wirklich professionell. Es reicht für den Hausgebrauch. 150 bis 200 Euro kostet eine richtige Lackaufbereitung. Kann man auch mal investieren, denke ich. Wenn das Auto sonst in einem guten Zustand ist, technisch und so weiter. Einmal überarbeiten lassen, dann sieht man die sich auch gerne wieder an. Dieses Auto hier ist ständig der Gefahr ausgesetzt, dass es durch ein Leasing-Auto ersetzt werden soll. Wenn er so aussehen würde, wie er aussehen könnte, wäre der Richtung Neuwagen unterwegs oder Jahreswagen. Also Lackqualität ist noch wirklich sehr gut und dieses Schwarz steht der C-Klasse wahnsinnig gut. Silber ist schon in Ordnung, aber Schwarz, C-Klasse in Schwarz ist geil. Gut, dann komme ich jetzt mal zum Ende. Stockdunkel. Ich kann eh nicht schlafen, also von daher, ja. Gibt es keinen Sonnenuntergang. Mond haben wir auch nicht. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video.